Hey, willkommen zurück. Du hast es bereits gelesen und zwar geht es hier darum, dass Augenkontakt dir in deinem Flirt schadet. Ich werde dir gleich erzählen, warum und was du stattdessen machen kannst, was viel besser wirkt als Augenkontakt. Also in der Dating-Community wird immer wieder gesagt, du musst starken Augenkontakt halten, du musst viel Augenkontakt mit der Frau halten. Und ja, es gibt gewisse Momente, in denen es sinnvoll ist, viel Augenkontakt mit der Frau zu halten und es gibt Momente, in denen es überhaupt nicht sinnvoll ist. Ich gebe dir erstmal die Momente mit, in denen es sinnvoll ist und erkläre dir dann, warum es nicht so sinnvoll ist in 90% der Fälle und was du stattdessen machen solltest. Also, wann ist es sinnvoll, starken Augenkontakt mit der Frau zu halten? Sehr sinnvoll ist das, wenn es in einem sexuellen Moment passiert. Ich gebe dir eine Situation vor. Angenommen, ich stehe mit einer Frau, die ich auf dem Date habe, auf meinem Balkon und ich will ihr körperlich näher kommen. Jetzt streichle ich sie so ein bisschen, berühre sie so ein bisschen und komme vielleicht näher, um sie zu küssen. Und in solchen Momenten, natürlich habe ich da starken Augenkontakt. Da habe ich Augenkontakt mit der Frau aufgebaut. Wenn ich da weggucken würde, wäre das ja äußerst seltsam. Oder wenn ich sie dann geküsst habe, ja, und sie weiter irgendwie berühre, dann schaue ich ihr in die Augen und verziehe zum Beispiel keine Miene, um Spannung aufzubauen. Das ist auch eine Sache, die du verstehen musst. Augenkontakt baut Spannung auf. Und das ist nicht immer gut. Du willst nicht immer Spannung aufbauen. In einem sexuellen Moment willst du auf jeden Fall Spannung aufbauen, aber gerade in der Kennenlernphase willst du eigentlich nicht Monster-Spannung aufbauen. Denn wenn du ganz normal, also wenn du in einem nicht sexuellen Moment Spannung aufbaust, dann ist es auch keine sexuelle Spannung. Das macht Sinn, oder? Wenn ich beim Essen mit der Frau sitze und ich rede mit ihr über die politische Lage und ich schaue sie die ganze Zeit an, ja, und sage nichts und verziehe keine Miene, dann ist es keine sexuelle Spannung, dann ist das ganz normale Spannung. Und das ist nicht unbedingt gut, ja. Aber wenn ich es in einem sexuellen Moment mache, wenn ich in einem sexuellen Moment starken Augenkontakt halte, ja, sie vielleicht so ein bisschen frech angrinse, nichts sage und auch vielleicht nicht so viel Mimik mache in dem Moment, keine Gesichtszüge verziehe, dann baut das sexuelle Spannung auch, aber auch so ein bisschen Bedrohungsspannung so, weil wahrscheinlich kennt sie dich noch nicht so gut und sie weiß ja nicht, was jetzt passieren könnte und damit muss man so ein bisschen arbeiten lernen, da muss man das ein paar Mal gemacht haben, um zu verstehen, wie man das richtig einsetzt. Zusammengefasst, starke Augenkontakt ist sinnvoll, wenn du in diesen sexuellen Momenten bist, dann kann ich es dir auf jeden Fall empfehlen. So, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Ding, nämlich die Flirt-Coaches da draußen sagen dir immer, oh, halt ganz starken Augenkontakt mit ihr, wenn du sie kennenlernst, starr sie die ganze Zeit an, halt starken Augenkontakt. Aber was die wirklich erfolgreichen Männer mit Frauen machen, ist etwas ganz, ganz anderes. Und ich habe das lustigerweise letztens festgestellt. Ich kam irgendwie auf ganz natürliche Weise darauf. Ich habe das nicht taktisch gemacht. Ich kam irgendwie darauf, das so zu machen und habe gemerkt, was das für einen gigantischen Unterschied macht. Dann habe ich mich mit einem anderen Freund unterhalten, der auch sehr viel Erfahrung mit Frauen hat. Und der hat das Gleiche festgestellt. Er meinte zu mir, ich habe nämlich mal beobachtet, was die coolen Typen machen und die machen das nämlich gar nicht so. So, was machen also die coolen Typen, die erfolgreichen Männer mit Frauen? Ich möchte es dir erzählen. Und zwar ist es so, dass die meisten oder die erfolgreichen Männer mit Frauen, die meisten erfolgreichen Männer mit Frauen eben nicht so viel Augenkontakt halten in den 90% der Fällen. Wie gesagt, wir klammern hier mal sexuelle Situationen aus, da brauchst du es oder da ist es stark und ein sinnvolles Mittel. Aber ansonsten würde ich eher weniger Augenkontakt machen und öfter mal weggucken. Also wenn ich zum Beispiel eine Geschichte erzähle, wenn ich der Frau eine Geschichte erzähle, ja, dann schaue ich sie an, ah, wir waren da und da und da und dann gucke ich weg und überlege mir so den Rest der Story und dann ist das passiert und das war echt verrückt und dann denke ich nochmal in meinem Kopf drüber nach und während ich bei dieser Geschichte in meinem Kopf drüber nachdenke, schaue ich woanders hin, ja, oder allgemein, wenn ich irgendwas erzähle, dann schaue ich in die Ferne zum Beispiel, ich stehe auf meinem Balkon und schaue ein bisschen in die Ferne. Ich persönlich finde das sehr stark, weil, also ich mache das, weil mich das sehr beruhigt. Ja, ich finde das sehr entspannend, mal nicht die ganze Zeit die Leute anzugucken, während ich mit denen rede. Es verhält sich anders, wenn die Frau wenn die Frau dir etwas sagt. Wenn die Frau mit mir spricht, dann halte ich etwas länger Augenkontakt, aber auch da würde ich an deiner Stelle ab und zu mal Augenkontakt abbrechen und so ein bisschen in die Ferne gucken und dann wieder zurück zu ihr. Ja, also variier das mal, arbeite mal damit, aber verringere mal deinen Augenkontakt. Und jetzt erkläre ich dir auch, warum das so mächtig ist. Das ist deswegen so mächtig, weil die Frau dann für deine Aufmerksamkeit arbeiten muss. Ja, ist ja klar. Ich hatte das letztens auf einem Coaching. Da saß der Mann, so wie ich jetzt der Kamera frontal gegenüberstehe, saß der Frau so gegenüber, da war die Kamera, und hat mit ihr gesprochen. Und er saß so,
Und sie saß so, also sie hat einfach nur gerade ausgeguckt und er hat die ganze Zeit sie angeguckt und war auch mit dem Körper zu ihr. Und sie war mit dem Körper aber weg von ihm und hat auch die ganze Zeit weg von ihm geguckt. Ja, also er schenkt ihr in dem Moment seine komplette Aufmerksamkeit und sie schenkt ihr in dem Moment gar keine Aufmerksamkeit. Und das ist ein schlechtes Verhältnis, das willst du so nicht haben, sondern du möchtest, dass die Frau ein bisschen für deine Aufmerksamkeit arbeitet, dass die Frau merkt, oh okay, ich muss ein bisschen was tun, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen und sich deswegen ein bisschen mehr anstrengt. Denn wenn die Frau sich mehr anstrengt und mehr dafür arbeitet, dass sie deine Aufmerksamkeit bekommt, dann wird sie deine Aufmerksamkeit auch mehr wertzuschätzen wissen. Ja, das ist so eine Grundregel im Leben. Für Dinge, für die wir härter arbeiten müssen, für die wir was tun müssen, die wertschätzen wir mehr. Und hier ist es genauso. Das heißt, du kannst innerhalb von kürzester Zeit so eine gewisse Abhängigkeit oder so eine gewisse Verliebtheit aufbauen, indem du die Frau auch so ein bisschen für deine Aufmerksamkeit kämpfen lässt. Das hat mir mal eine andere alte Freundin von mir erzählt, als sie mit einem neuen Typen was hatte. Und sie hat mir dann erzählt, ja, bei dem ist es immer so, ja, ich kann nicht immer Sex mit dem haben, wann ich will. Ich muss so ein bisschen dafür arbeiten, ja. Dann liegt er da und macht irgendwas am Laptop so und dann kriege ich keine Aufmerksamkeit und dann muss ich halt erstmal wieder schauen, wie ich ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm bekomme und ein bisschen dafür arbeiten und ihn ein bisschen verführen dahin, dass ich seine Aufmerksamkeit in dem Moment bekomme. Das heißt, haushalte ein bisschen mit deiner Aufmerksamkeit und das bedeutet, haushalte mit deinem Augenkontakt, ja. Wenn ich mit dir rede, dann schaue ich vielleicht einfach mal weg nach unten und überlege so, nimm mir einen Moment Zeit oder erzähle eine Geschichte, während ich mir vor meinem geistigen Auge vorstelle, wie das passiert ist. Das kann ich ja viel besser machen, wenn ich irgendwo anders hinschaue, zu einem neutralen Ort, als wenn ich dir in die Augen schaue. Weil wenn ich dir in die Augen schaue, dann bin ich ja auf dein Feedback fokussiert. Ja? Du gibst mir ja Feedback verbal. Ja? Du machst ja was mit deinem Gesicht. Und wenn ich aber irgendwo hingucke, in die Ferne gucke zum Beispiel, dann kann ich mir viel besser vorstellen, was passiert ist in dieser Story, die ich gerade erzähle. Ja, aber auch allgemein, das bringt mehr Ruhe ins Gespräch. Du wirst merken, du wirst dich besser fühlen, wenn du weniger Augenkontakt hältst. Also wirklich, Augenkontakt mit der Frau und dann guckst du einfach mal weg, guckst ein bisschen in die Ferne und erzählst so, ja, und dann waren wir da und da. Und also ich mache das jetzt einmal vor und du kannst mal darauf achten. Also dann waren wir da in, ja, wo war das? Wir waren auf Palma. Ne? Und dann, also es war eine echt verrückte Geschichte, weil wir waren unterwegs und also was ich dir jetzt erzähle, das darfst du aber keinem weiter erzählen, so, weil wir gehen dann so am Strand lang und das war total crazy. Also wir gehen so am Strand lang und dann auf einmal kommt da so ein riesiger Typ, ja, also wirklich so ein riesiger Typ, also kannst du dir gar nicht vorstellen, wie groß. Und wir waren sehr aufgeregt, weil wir auch nicht wussten, was jetzt passiert. So. Ja, das mal als Beispiel. Also hast du diesem Beispiel, spulst gerne nochmal zurück, gesehen, wie oft ich jetzt in die Kameralinse, also dich angeschaut habe und hast festgestellt, dass das so oft nicht war. Ja, also ich habe öfter mal weggeguckt und habe überlegt und das ist ein ganz, ganz starkes Kommunikationsmittel. Das kannst du nicht nur bei Geschichten benutzen, du kannst das allgemein benutzen, wenn du etwas erzählst. Also es muss jetzt nicht sein, dass du eine Geschichte erzählst, wie in diesem Beispiel, sondern es kann auch sein, dass du irgendwelche normalen Informationen gibst, wie Jobinformationen oder was auch immer. Also ein normaler Informationsaustausch funktioniert dafür genauso gut wie eine Geschichte. Eine Geschichte funktioniert allerdings etwas besser. Das heißt, in Zukunft solltest du lieber weniger Augenkontakt machen, außer in sexuellen Situationen, sondern einfach mehr ein bisschen weggucken, mehr ihr auch deine Aufmerksamkeit entziehen. Auch gerne mal körperlich, das kommt hinzu. Ja, es ist ein Augenkontaktvideo, aber auch gerne mal körperlich. Das heißt, dann quatsche ich mit ihr, also angenommen, sie steht direkt vor mir. Und dann quatsche ich mit ihr und dann drehe ich mich vielleicht so ein bisschen weg. Und schau mal irgendwie so in die Ferne oder so, während ich rede und drehe mich dann wieder ein bisschen mehr zu ihr oder drehe mich so in die andere Richtung weg oder guck mal nach rechts weg und drehe auch meinen Körper so ein bisschen Richtung rechts, ja. Und dann kriegst du vielleicht irgendwann wieder meine Aufmerksamkeit. Dann haushalte so ein bisschen mit deiner Aufmerksamkeit. Und das kannst du auch gerne üben, einfach im Umgang mit Menschen allgemein. Das heißt, das musst du nicht mit den Frauen anfangen zu üben, sondern das kannst du mit allen Menschen anfangen zu üben. Und beobachte mal, was passiert. Beobachte mal, wie die Leute sich mehr einsetzen, um deine Aufmerksamkeit zurückzubekommen. Schön, dass du dabei warst. Hier unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du das, solche Dinge und noch viel mehr lernen willst, wenn ich dich persönlich coachen soll. Hier unten im ersten Link, also beziehungsweise hier auf der Box. Wenn du mir Fall folgst, kannst du den Channel abonnieren und unten rechts geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Toll, dass du hier warst am Samstag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin ein geiles Wochenende und eine geile Woche. Ciao.